Sowie an drei weiteren Standorten in Sachsen-Anhalt ist auch die GFM in Sangerhausen Ansprechpartner für Berufsvorbereitung, Erstaus- und Weiterbildung sowie allgemeine berufliche Orientierung. Die Ausbildung zum Koch oder Fachpraktiker Küche, früher Beikoch genannt, liegt dabei in den Händen von Tobias Piesker. An diesem Tag im Juli 2024 gibt er den Beikochlehrlingen Steffi und Franz, deren praktische Abschlussprüfung unmittelbar bevorsteht, noch ein paar Hinweise und hilfreiche Tipps für das während der Prüfung zu kochende Menü und die Arbeit in der Küche allgemein. Stefan aus Allstedt, der eine Umschulung zum Koch machen will, unterstützte er dagegen beim Kochen und Abschmecken einer Linsensuppe. Haben wir Zwiebelwürfel angeschwitzt mit Schinkenwürfel zusammen, dann die Kartoffeln dazu, auch nochmal ganz kurz mit durchgeschwitzt mit Butter. Dann abgelöscht, das Gemüse dazu und jetzt lassen wir es erstmal ganz kurz köcheln und dann kommen die Linsen dazu und dann wird abgeschmeckt und vorher haben wir noch eine Brühe angesetzt, mit der wir ein bisschen schon mal Geschmack reinbekommen. Ich koche ja immer. Auch zu Hause so? Ja, ja. Noch. Mhm. Und mein Bruder ist Koch und eigentlich machen es alle aus meiner Familie. Ja. Mhm. Ja. Was hast du vorher gemacht in der Farm? Metallbau. Oh, Schlosser. Eine ganz andere Richtung? Ja. Ja, aber warum nicht? Ja, also wie gesagt, mir macht Spaß und wenn, dann habe ich gedacht, mache ich es richtig, alles klar. Also gleich einen Vollberuf lernen und was Neues machen. Was kochst du? Ich koche heute schweinegeschnetztes Züricher Art mit Spätzle, Gurkensalat plus Panna Cotta. Mhm. Ich habe jetzt hier schon soweit alles vorbereitet. Ich bin jetzt auch gerade am Knoblauch schälen und noch zum Feinhacken. Und dann brate ich dann alles an. Mhm. Die Champignons, die Zwiebeln und so alles. Und dann lösche ich das alles mit ab mit Sahne und Weißwein. Mhm. Und das werde ich dann einfach abkochen. So. Kochst du zu Hause auch? Nein. Eher nicht? Nicht so. Vielleicht später mal. Ja, vielleicht. Morgen ist ja die Prüfung. Ja. Machst du dir ein bisschen so oder bist du gut vorbereitet? Wie man es nimmt. Ja. Kann immer schief gehen, ne? Ja. Zum Knoblauchschälen hatte der Chefkoch noch einen guten Tipp für die drei Azubis. Und nicht nur dazu. Wie du den Knoblauch besser schälen kannst, du nimmst einfach die Zehe, drückst die einfach das kurz an. Ne? Und dann kannst du wunderbar die Schale abmachen. Ne? Wenn ihr euer Fleisch anbratet, ne? Bei deinen Schnitzeln nicht, aber bei deinen Schweinemedaillons, ne? Nimmst du zwei Rosmarin mit rein und so eine Knoblauchzehe mit rein. Ne? Knoblauchzehe drückst genau nur an, wie wir mal schälen wollen. Ne? Nur so zack. Und dann schmeißt du mit rein, lässt die Schale drum, sonst verbrennt der und wird es bitter. Ne? Ein Rosmarin nimmst du, ne? Und klopfst dir drauf vorher, ne? Damit sich das öffnet und die ätherischen Öle ausbilden. Dann wird er viel intensiver. Ne? Ja. Und jetzt riechst du den mal. Wahnsinn, oder? Der Unterschied. Ne? Einmal riechen. Mhm. Das sieht nicht so durch. Ne? Ja. So, und dann schält ihr euch die Tomate so, ja? Müsst den Schäler immer schön bewegen, ne? Wenn er nur drückt, müsst ihr ja einen scharfen neuen Schäler haben, da funktioniert das auch, aber ansonsten einfach nur den Schäler hin und her bewegen. Da, wo er aufhört zu schälen, ne, da fängt ihr an zu wickeln, ganz wichtig. Ja? So, dann haben wir jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ne? Wir haben die Tomate geschält, ne? Und ist leichter bekömmlich. Und dann habt ihr gleich eine schöne Tellergarnitur. Ne? Wie lief denn die Ausbildung ab? Vom 1.9. bis 2021 bis zum 31.08.2024. Also drei Jahre? Drei fast. Jahre. Ja, seid ihr hier in der Lehre? Ja. Wie ging das los? Das hast du als erstes gelernt? Erstes war ich in der Berufsschule, da war ich in der Hauswirtschaftsklasse drin. Bisschen Theorie vielleicht und so. Ja, auch. Dann bin ich dann ein Jahr 2020 zu 21 hier in die GFM gekommen. Da habe ich erstmal überall reingeschnuppert und habe mir gedacht, naja, vielleicht gehst du mal runter in die Küche. Und da habe ich Küche gelernt. Ich finde es Spaß. Kochen, mal was Neues, backen. Ja, es macht richtig Spaß.
Spaß an seinem Beruf, den er von der Pike auf gelernt hat, hatte auch Ausbilder Tobias Piesker. So wie üblich in der Gastronomie absolvierte auch er in seinem Berufsleben viele verschiedene Stationen. Unvergesslich dabei 3 Wochen beim Sternekoch Alfons Schubeck, der im Moment allerdings wegen Steuerhinterziehung in Haft ist. Ich habe mit 16 Jahren meine Lehre als Koch begonnen in der Weikmühle in Sangerhausen. Danach bin ich, nach Beendigung meiner Lehre, 2 Jahre am Chiemsee und habe dort 2 Jahre Saison gemacht. Zwischen Wintersaison war ich in Österreich einmal. Danach bin ich zur Bundeswehr 1,5 Jahre und war dort auch als Koch. Dann bin ich wiedergekommen, dann war ich ganz kurz im Schindelbruch, im Barbarossa Hotel war ich. Und dann war ich 8 Jahre Küchenchef im Rosenhotel in Sangerhausen. Dann 8 Jahre Küchenchef in der Wolfsmühle Rodesheim. Und habe so 25 Jahre Gastronomie gemacht. Ne? Nach 25 Jahren bin ich dann hier in der GFM. In die GFM gekommen. Ne? Hatte einen ganz wichtigen Grund, das waren die Arbeitszeiten in der Gastronomie. Ne? Und macht mir sehr viel Spaß. Ich habe mit vielen jungen Leuten zu tun, kann mein Wissen weitergeben. Und ja. Da sind wir schon bei dem Punkt, was ist das Tolle und was ist das eher nicht so Tolle am Kochberuf? Was sagst du? Na, das Tolle ist zum Beispiel, dass man immer was zu essen hat. Ne? Man kann immer kosten, man ist immer... Und gegessen wird ja auch immer. Man ist immer im Trocknen, im Warmen. Ne? Und man kann ja auch wahrscheinlich in gewisser Art kreativ sein. Richtig. Genau das meine ich nämlich. Ne? Wenn man künstlerisch begabt ist, das ist ein super Beruf. Ne? Man kann sich da voll ausleben. Und andere Leute glücklich zu machen, ist einfach eine schöne Sache. Ne? Kann man nicht anders sagen. Und das Schlechte? Und das Schlechte? Ja, das sind, wenn man Gastronomie macht, erstmal die Arbeitszeiten. Ne? War damals Hauptgrund für mich. Ne? Kann man machen, hat mir auch richtig viel Spaß gemacht, ne? Aber möchte ich auch heute nicht mehr machen. Ne? Weil, wie gesagt, jedes Wochenende, jeden Feiertag. Ne? 2012 war ich bei dem Sternekoch Herrn Schubeck. Da habe ich so ein dreiwöchiges Praktikum gemacht. War eine tolle Erfahrung für mich. Ne? Ich habe dort sehr viel gelernt. Ne? Habe danach wieder richtig Bock gehabt zu kochen, muss ich echt sagen. Ne? War aber auch eine sehr stressige Zeit. Ne? Die standen dann wirklich mit 20 Leuten da und haben einen Teller angerichtet. Das war dann so eine Riesenstrecke. Ne? Und wenn vorne der Teller ankam und das war nicht alles perfekt, dann haben sie nochmal angefangen. Ne? Mhm. Und wie war das da mit den Arbeitszeiten? Ja, die Arbeitszeiten da waren noch ein bisschen heftiger als bei mir in der Gastronomie damals. Die haben früh um 9 angefangen und sind vor um 12 nicht rausgekommen. Ne? Also sind dann wirklich durchgegangen. Wie heißt es immer so schön, das Wichtigste beim Fleisch, egal welcher Sorte, ist die Qualität. Doch gleich danach kommt die Zubereitung. Und die gehört auch im Kochberuf zur Hohen Schule. Ist jetzt gerade mit dem Fleisch beschäftigt, aber zwischendurch noch mal eine Frage. Wenn das klappt mit der Prüfung, dann müsst ihr euch ja irgendwo bewerben. Wisst ihr schon wo? Also ich habe mich schon bei Mömax in Halle beworben. Ich war auch schon zum Probearbeiten dort gewesen. Das hat mir echt gut gefallen. Ja. Und der Küchner hat gesagt, ja, ich mache was wir alles machen. Mhm. Ja. Gut. Ja. Zum Anbraten lässt Franz Butter in einer Pfanne aus. Doch das ist falsch. Die Pfanne nimmst du und nimmst bitte Öl zum Anfragen. Butter hat einen Schmelzpunkt, viel niedriger als Öl. Brennpunkt. Ne? Dann verbrennt er die Butter und das Fleisch brennt dich an. Das ist nicht verkehrt, was du gemacht hast für deine Spätzle. Das für deine Spätzle. Ja. Okay? Alles gut. Erst wenn das Öl so heiß ist, dass es dampft, kommt schließlich das Fleisch in die Pfanne. Das löst sich dann ganz allein nachher. Ne? Überall was ist, das und dann brauchen wir. Ja. So. Wie soll es gehen? Neben der Sahne gehört auch Weißwein in die Soße. Doch nicht irgendeiner, wie Chefkoch Piesker betont. Nee, zu den Prüfungsmenüs, die sind echt darauf abgestimmt, dass wir regional und saisonal gekauft haben. Ne? Komplett die Kräuter haben wir ja draußen im Kräutergarten. Ne? Und zum Beispiel das Tomaten-Zucchini-Gemüse hat jetzt gerade Saison. Ne? Und von daher ist auch mal ganz wichtig, dass man
regionale Zutaten nimmt. Ne? Den Weißwein brauchen zum Beispiel für das hier Schnetzel oder jetzt zum Ablöschen. Ne? Genau. Das wird ja immer gesagt, auch teurer Wein ist wichtig. Hm. Ist das wichtig? Ja, man kann immer nur das rauskriegen, was man reinkippt. Ne? Das ist immer ganz wichtig. Wenn ich jetzt so ein Burgwappen kaufe, einen 2 Liter Tetrapack. Ne? Nicht ganz so wichtig beim Verkochen, ne? Aber ein guter Wein macht schon viel aus. Auszubildende Steffi bereitet sich indessen auf Schweinemedaillons mit Spätzle vor. Diese sind natürlich selbst gemacht. 200 Gramm Mehl, 100 Gramm Hartweizen kriegst, 3 Eier, ein bisschen Salz, ein bisschen Muskatnuss. Wir haben es mit einem Hobel gemacht, einem Spätzlehobel, reingehobelt. Ne? 2 Minuten aufkochen lassen, ins Eiswasser abtropfen lassen und nachher nur in dieser Pfanne mit Butter anschwenken. Ne? Und dann vielleicht noch nachwürzen mit Salz und Muskatnuss. Mit der Dicke der Fleischstückchen, die die Sangerhäuserin vorbereitet hat, ist Herr Pieske allerdings nicht ganz zufrieden. Okay? Ja. Und dann einfach so ein bisschen anplattieren. Okay? Schweinemedaillons musst du dicker schneiden. Ja. Ich brauche 12 Stück. Ne? Das wären jetzt mehr, das ist auch nicht schlimm heute. Weil die Dozenten wollen das heute auch essen. Ne? Aber ihr müsst das so schneiden. Wisst ihr das? Ja. Zu dick. Als Dessert wurde übrigens von beiden Prüflingen italienisches Panna Cotta vorbereitet. Heißt, wir nehmen 500 ml Sahne, 60 Gramm Zucker, eine frische Vanilleschote, Abrieb von einer Zitrone, ne? Geben dann 4 Blatt eingeweichte Gelatine rein, nachdem es auf 60 Grad runtergekühlt ist, nach dem Kochen. Ne? Und haben hier von frischen Himbeeren eine Himbeersoße gemacht. Puderzucker einfach aufkochen, dann durchpassieren. Ne? Hast du das bei Anschubik gelernt? Das Panna Cotta? Nee, das steht im jungen Koch im Lehrbuch von den Fachpraktikern. Das müssen die auch können. Sowohl Steffi als auch Franz konnten ihre Prüfung am nächsten Tag bestehen, dürfen sich nun offiziell Fachpraktiker Küche nennen und können ins Berufsleben starten.